Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet und Clank. Wir waren hier stehen geblieben in der geheimen Forschungsstation. Und jetzt geht es weiter hier. Wir haben unseren neuen Buddy hier am Start, der immer mit uns mit drauf schießt. Den fand ich eigentlich ganz nützlich bis jetzt. Ganz witzig. Aber der löst sich auch immer mal wieder auf. Aber hey, mal gucken, wie es hier weitergeht. Hier sind auf jeden Fall überall riesengroße, miese Biester. Oh, 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 und die machen gut Schaden. Wir hatten, glaube ich, nicht mehr allzu viel Leben, deswegen muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht getroffen werde. Ah, ich spring voll rein. Okay, oder auch nicht. Alles gut. Granate drauf. Fliegen die dadurch ein Stück? Nee, die fliegen nicht. Die werden dadurch also nicht in dem Sinne runtergekickt, was ich jetzt hier sehr begrüßt hätte. Ah, und es sieht mir nicht so aus, als würde es hier irgendwo riesen Mengen an Heilung geben. Das gefällt mir alles gar nicht. Ich rufe erstmal nochmal meinen Kumpel hier. Ja, ja, ja. So, die kann ich aber runterwerfen, oder? Ah, er fällt nicht runter. Komm nochmal! Kann der überhaupt runterfallen? Das sieht mir fast so aus, als könnte er gar nicht runterfallen. Aber hey, hat ja auch irgendwie geklappt zumindest. Und jetzt nochmal hier die zwei Monster-Dinos. Oh. Noch einmal. Ah, das sind so viele. Das sind sogar drei. Ich habe gedacht, das wären nur zwei. Aha, wie soll ich denn da auf allem ausweichen? Nein, ich habe sogar einen runtergekickt. Okay, jetzt nochmal mit neuem Leben und allem neu drum und dran. Vielleicht jetzt ein bisschen leichter. Ah, die Gegner sind sogar besiegt, die ich besiegt hatte. Ja, dann ist alles easy. Mann, 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 das Spiel ist gar nicht so leicht, muss ich leider sagen. So, weg mit euch. Aus der Bahn. Guck mal, den einen, den ich runtergekickt habe, der ist sogar weg vom Fenster. Der lebt nicht mehr. Der hat meinen Kumpel besiegt. Niemand besiegt einfach so meinen Kumpel. Nicht einmal ich. Ah, und hier wäre jetzt so eine Heilstation gewesen und alles, ne? Hätte ich das geschafft, wäre ich hier nicht gestorben, hätte ich mich hier wieder voll heilen können, hätte hier alles hochleveln können und alles drum und dran. Aber so war es leider nicht. Leider nicht, ne. Granate können wir verbessern, Verpixler können wir verbessern. Mr. Zurkon, was hat der denn so? Ist die Zeit oder was? Haben wir Schüsse zur Verfügbar? Okay. Aber die Dinger wollte ich eigentlich erstmal aufheben, hatte ich schon gesagt. Dietrich, benutzen wir hier. Jetzt müssen wir wieder hacken. Ja, das müssen wir ja. Muss ja eigentlich mehr oder weniger so. Ah, nee. Muss so sein, ansonsten geht das gar nicht auf, oder? Ach, da unten ist auch noch eins. Nee, warte, da muss es ja so sein. Und der hier muss so. Ja, gut, anders geht's auch gar nicht. Anders geht's auch gar nicht. Diese Pflichtdinger sind wahrscheinlich relativ einfach gestaltet, dass man die auf jeden Fall hinbekommt. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Bossraum oder was? Volvagia kommt. Oh oh. Ja, Captain, wusstest du, dass Gregs Geheimprojekt ein Blagschnaggelmonster ist? Wirklich? Ich frage mich, warum das in keinem meiner Memos stand. Ich hatte etwas weitaus weniger Tödliches erwartet. Keine Sorge, entspann dich und du, was ich dir beigebracht habe. Du hast mir gar nichts beigebracht. Captain! Entspann dich, sagte er auch, ey. Ach du grüne Neune. Oh je. Ja. Erstmal holen wir uns unseren Freund hier. Okay, der hat ganz normales Leben. Das heißt, wir können... Oh mein Gott, da kommt Feuer raus. Das heißt, wir können ihn auch natürlich ganz normal besiegen. Stufenaufstieg beim Brenner. Sehr gut. Jetzt muss ich aber was ausprobieren. Eine Sache muss ich ausprobieren. Ich muss mehrere Sachen ausprobieren. Kann ich den pixelaten da? Ja, das geht. Wie geil ist das denn? Oh, der ist direkt wieder raus. Oh, da ist er. Guckt ihn euch an. Oh, oh mein Gott, macht das viel Schaden. Alles drauf, alles drauf. Mein Gott, der greift mich schon wieder an. Aha, wie soll ich den denn erwischen, so, wenn er mir die ganze Zeit hinterher springt? Wie soll ich die Waffen wechseln? Ich will jetzt mal sehen, ob der auch tanzen kann. Ich werde jetzt erstmal alles ausprobieren. Kann er tanzen? Ist das herrlich, ist das herrlich. Der tanzt immer noch. Ist das der Hammer oder ist es der Hammer? Der tanzt ja immer noch. Ist das schön. Also mit einem unfassbaren Humor wird das Ganze hier gemacht. Nein, wie soll ich jetzt noch ausweichen? Lass mich in Ruhe. Nein, war mir so klar, dass er mich trifft. Ich habe noch nicht mal wirklich viel weggenommen von ihm. So langsam verstehe ich aber den Boss an sich irgendwie. Der holt hier immer diese Feuersäulen raus.
Aber allzu viel Schuss habe ich gar nicht dafür. Wow. Ist er jetzt ins Lava gefallen? Ja, ist er. Kann ich die Heilung kriegen da? Die Heilung liegt jetzt außerhalb, oder was? Ich weiß gar nicht, wo er hin ist. Ich heile mich ganz schnell. Jetzt sind hier überall noch die Frösche unterwegs. Lass mich! Ich habe keinen Schuss mehr. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, ich bin total überfordert. Oh, es sind aber einfach viel zu viele Gegner. Wie soll ich das denn jetzt hier schaffen, Mann? Oh mein Gott, wie soll man denn hier allem ausweichen? Das wird ja überhaupt nichts werden. Wenn wir irgendwo noch Heilung liegen, die hat er alle runtergekickt, die Heilung. Also ich sehe ein, dieser Versuch ist leider Gottes versaut. Den werde ich nicht hinkriegen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde nochmal alles auf ihn draufpfeffern, was ich so habe. Aber ein Hit und ich bin weg vom Fenster. Irgendetwas muss mich nur treffen. Er macht sein Feuer und ich sehe es nicht richtig, weil die Kamera nicht gut positioniert war. Hier ist noch Heilung. Das ist meine letzte Chance. Vielleicht halte ich dadurch jetzt einen Schlag mehr aus. Ich habe ihn erst auf Hälfte. Auf der Hälfte des Lebens. Also der hat mir mal am Anfang einen ganz, ganz bösen Hit gemacht. Ah, wenn man hier die Waffe auswechselt, dann muss man halt kurzzeitig stehen bleiben dafür. Das ist ein bisschen schwieriger. Okay, komm, wir müssen unsere Geheimwaffe nutzen und ihn tanzen lassen. Anders wird das nichts. Das müssen wir auf jeden Fall ausnutzen. Das ist der beste Boss-Killer, den es gibt irgendwie. Er brennt auch gerade. Ist perfekt eigentlich. Besser ging es gar nicht, wie ich das werfen konnte. Oh mein Gott. Noch einmal, tanze. Also das Ding ist wirklich essentiell für den Kampf mit dem Tanzen. Ich muss wieder so einen Typen hier holen. Ich noch ein paar Granaten. Ich habe wieder neue Granaten, ja. Den Flammenwerfer soll ich auch noch nutzen vielleicht. Oh mein Gott, ey. Er ist runtergefallen wieder. Habe ich hier irgendwo Heilung liegen? Noch Heilung wäre ist so wichtig. Ist er jetzt über mir? Oh Mann. Okay, Flammenwerfer muss ich auspacken. Haut bloß ab. Ich habe gar nicht mehr so viel Munition auch, ey. Also wow, ich bin gerade echt überrascht, dass das so schwer ist. Aha, überall Feuer. Nein, jetzt hat er mich erwischt damit. Jetzt habe ich wieder nur noch 9 Leben. Wenn er mich trifft, dann war es das. Okay, er tanzt wieder. Ich hol so ein... Da muss ich so nah dran stehen mit dem Feuer. Oh nein, er ist wieder normal. Ah, da kommt Feuer hoch. Hier kommt auch Feuer hoch. Überall kommt Feuer hoch. Und nochmal so ein Mr. Zuku. Ich brauche diese Heilung, die da außen liegt. Die kriege ich nur nicht mehr. Habe ich noch einen Tanzball? Ja, ich habe noch einen Tanzball. Okay, das muss es jetzt werden, Leute. Das muss es jetzt werden. Während des Tanzes muss ich ihn jetzt erwischen. Aber es könnte gut klappen. Er hat nur noch 1%. Alter Schwede, ey. Meine Güte. Oh, das war anstrengend. Den Anfang habe ich auch total versaut. Ich weiche. Bitte tu mir nichts. Sag uns was, du. Sekunde. Sag uns, was du über Drakes Plan weißt. Wow. Danke. Ja, das, was er sagt. Ich gebe euch diesen Infobot. Ja. Du passt auf den auf, Kumpel. Ich brauche eine kurze Pause. Hallo, Blattdummköpfe. Wenn ihr diesem Infobot zuschaut, wurdet ihr ausgewählt für den Beta-Test meiner neuesten Erfindung, das XK81 Düsenpack. Bei den ersten Tests gab es zwar ein paar Rückschläge, konnte ich sämtliche Macken beseitigen. Jetzt könnt ihr mit dem XK81 Düsenpack den Himmel durchqueren und seid so im Vorteil gegenüber den Dummköpfen am Boden. Das XK81 Düsenpack. Sofort erhältlich in unserer Basis auf Gaspar. Dr. Nefarius ist nicht verantwortlich für Tod, den Verlust von Gliedmaßen oder irreparablen Schäden am Nervensystem. Captain, hier Ratchet. Wir haben gerade das Schnaggelmonster besiegt und erfahren, was Greg vorhat.
Wirklich? Das ist aber un... Man so nicht. Unglaublich super. Och, jetzt. Ah, mein Gott. Die Heilung hatte der nämlich ganz am Anfang mal aus der Arena gekickt und dann wollte ich das die ganze Zeit haben, weil Heilung, ne? Heilung ist ja schon nicht schlecht gewesen, wäre die. Ich konnte die ganze Zeit nicht erreichen. Okay. Jetzt haben wir erstmal hier alles erfüllt. Den Bosskampf haben wir auch überstanden. Und ich habe gemerkt, das Beste ist überhaupt diese Tanzding. Das Tanzding ist das Allerwichtigste überhaupt, wenn man diese ganz normalen Gegner besiegen will. Hier diese ganz normalen Bossgegner. Alter, ist das gut. Der tanzt auch Ewigkeiten. Ihr habt gesehen, wie lange der getanzt hat teilweise. Und wie immer wieder die Munitionsdinger wahrscheinlich. Fast keine Muni mehr in meinen ganz normalen Waffen. Flammenwerfer hat noch ein bisschen was, aber ich habe auch richtig viel zum Upgraden. Ich gucke hier nochmal ganz kurz in mein Menü rein. Der ist jetzt Stufe 3 geworden, der ist bald Stufe 4. Ah, die nicht. Groovitron, den muss ich aufbessern. Guck mal, der hat auch schon fast Stufe 2, da muss ich ein bisschen gleich rumwerfen mit. Der hat auch Stufe 4 bekommen, also ich kann auf jeden Fall einige Sachen aufbessern. Und beim Groovitron muss ich gucken, dass ich mehr Schuss dafür habe. Das wäre richtig, richtig gut. Weil 4 sind jetzt zwar eigentlich schon relativ viel bei dieser Stärke dieser Waffe. Aber wenn man das irgendwie aufbessern kann und sagen wir mal 6, 7, 8 oder so kriegen kann, ey, dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Dann nehme ich das sowas von mit, ey. Das ist super wichtig, dass man das hat. Okay, können wir uns erstmal voll heilen, voll aufgraden mit ganz vielen Sachen wieder mal. Alles aufs Maximum wieder hoch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wusste auch gar nicht, dass es hier irgendwelche Arten von, ja, hey, Bossgegnern gibt. Die Schutzgruppen könnten Düsenpacks gebrauchen. Sollen wir versuchen, auf Gaspar welche zu bekommen? So eins wollte ich schon immer. Wenn du eins besorgst, kann Hilaris noch mehr für die Schutztruppen bauen. Hiermit erhältst du den total ungefährlichen Auftrag, ein Düsenpack zu beschaffen. Captain Quark muss fliegen wie ein Vogel. Der olle Captain Quark. Ey, wieso ist der eigentlich der Anführer, Mann? Der kann doch überhaupt nichts. Warte mal, das ist der Rückweg oder was? Jetzt bin ich hier wieder bei meinem Schiff. Hier gibt es jetzt noch den neuen Auftrag. Aber erstmal können wir jetzt so ein bisschen jetzt Management machen von Waffen und Co. Mal her. So. Waffen-Upgrades. Ja, Brenner. Da gibt es wieder neue Sachen, die wir uns holen können. Wie viele Punkte haben wir denn? 14. Das heißt, das können wir uns direkt holen. Gucken wir trotzdem mal, was der Groovitron so hat. Ganze Gegner mir nehmen mehr Schaden. 5%, das ist auch unfassbar viel. Was ist das? Macht die Gefahrenzone größer? Das brauche ich eher nicht. Das nehmen wir 100%ig mit, meine Freunde. Alter, ist das Ding wichtig, Mann. Okay, warte mal. Ups. Den Brenner wollten wir verbessern. Den Flammenwerfer, haben wir da noch was? Oder die Granate, da kommt man nichts. Flammenwerfer können wir nur noch mal ein bisschen die Reichweite. Der war eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Der Mr. Zurkon. Der ist bei so Bosskämpfen gar keine schlechte Hilfe, finde ich. Aber erstmal machen wir beim Brenner wieder mal ein bisschen mehr hier. So, schweres Plasma. Alle Plasmakugeln treffen mit zusätzlicher Wucht, werfen Gegner zurück und betäuben sie für kurze Zeit. Wenn das auf feindliche Helden geht, hier auf so Dinger, hier, wie heißt es denn, auf so Bosskämpfe. Brutal, dann ist es auch nicht schlecht. Das ist auch echt nicht schlecht. Die Groovitron können wir nicht mehr machen. Den könnte man noch upgraden. Pyratizer. Die Granate. Bei der Granate kommt bestimmt nochmal irgendwann, wenn ich da ein Level-Up habe. Welches Level habe ich denn, die Granate? Weil, nee, da kommt erstmal nichts dazu. Ich wollte gerade sagen, da kommt bestimmt nochmal so ein Secret, was man da irgendwo unten hier platziert. Irgendwo. Dass man da nochmal so was Besonderes freischalten kann. Aber anscheinend erstmal nicht. Noch mehr Schaden an. Ey, Schaden ist immer gut. Komm. Granaten nutze ich eh ganz gerne. Dann machen wir erstmal nur den Schaden hoch. Eine Munition. Da unten ist auch nochmal Schaden. Gut, Munition kann man auch immer gebrauchen bei den Dingern. Komm, machen wir es so. Granate will ich ein bisschen mehr spielen vielleicht mal. Die ist echt nicht schlecht. Gerade halt auch bei diesen ganzen Gegnerhorden. Wenn die jetzt nicht unmittelbar vor einem stehen und man mit dem Flammenwerfer da gut durchkommt, dann ist wahrscheinlich hier der Dings ganz gut dafür, ne? Die Granate. So, hier müssen wir lang, oder was? Ja, hier müssen wir lang. Clanks Erkundung zur Erkundung losschicken. Ach, der muss das machen. Bis dann, Clank. Ach, er ist jetzt mal alleine hier unterwegs. Oh. Hat er natürlich weniger Moves. Hat er jetzt trotzdem den Flieger-Move? Ne, den Flieger-Move kann er alleine nicht machen. Komisch. Okay, wir können mit ihm auch wirklich nur den Nahkampf machen. Ist jetzt so eine Art Stealth-Mission? Ist das korrekt? Ich weiß es nicht genau. Den
das hier was? Die Luke? Nee, ne? Kann ich auch nicht aufhämmern oder so? Nee. Okay, so eine kleine Mission zwischendrin. Vielleicht gar nicht so schlecht. Oh, nicht, dass du mich runterschubst. Ach ja, ich erinnere mich. Das war ja auch bei der Flucht schon. Da musste man immer die Dinger hochheben. Das ist so ein bisschen Rätselraten hier auch. Also ein bisschen Rätselelemente drin, ne? So, den werfen wir schon mal dahin, weil da müssen wir gleich hin, würde ich sagen. Was liegt denn da? Ist das schon das Ding? Oder verbessert einen das jetzt? Was für ein glücklicher Zufall. Es ist ein Gadgetbot-Aufrüstungschip. Was macht der? Dank meiner Ausrüstung kann ich diese Gadgetbots bestimmt umprogrammieren. Wie läuft's da draußen, Bank? Ah, oh mein Gott. Ich sehe schon, das wird unfassbar schwer, spätere Level mit dem. Oh nein, oh nein, oh nein. Guckt euch mal, habt ihr gesehen, wie viele Bots der später dadurch herstellen kann? Wie unfassbar viele. Aber es gibt noch einen Geräteprototypen in der Nähe. Okay, das ist jetzt so eine Art Brückenbot. Das ist ja geil. Kreativ ist auf jeden Fall. Aber heilige Mutter Gottes, ey. Das wird ja was werden. Wenn der so viele umbauen kann. Guck mal, wenn ich den jetzt schon hochhebe hier. Soll ich hier Brückenbot, Energiebot, Federbot. Und da sind noch so viele leere Plätze. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Irgendwann werde ich hier richtig rumrätseln müssen. Dabei hatte ich gedacht, weil bei Ratchet habe ich ja schon relativ viele von den Waffen so. Habe ich mir gedacht, ja gut, ne? Habe ich jetzt schon mehr oder weniger alles, was ich so... Was ist jetzt runtergefallen? Jetzt kommt nochmal hoch, oder? Ja. Habe ich ja alles schon, was ich so haben kann und so. Kann ich die nochmal aufheben? Ne, wenn die als Brückenbot verbraucht sind, dann kriege ich die nicht mehr. Okay, den muss ich einfach nur mitnehmen. Hätte ich da irgendwas anmachen können? Nee. Okay. Nein, ich wollte ihn nicht werfen. Ja. Irgendwo hier muss ein Gadgetbot sein. Ja, komm. Dank meiner Ausrüstung kann ich diese Gadgetbots bestimmt umprogrammieren. Also ich brauche jetzt noch einen, ne? Brauche jetzt hier noch einen Energiebot, so gesehen. Aber wo steht der denn jetzt rum? Oder wie mache ich die denn zurück? Ah, jetzt... Ach, die liegen da. Das heißt, den könnte ich auch nochmal nehmen. Ah, okay. Ja gut, dann ist alles easy. Ich habe schon gedacht, wie soll ich die denn jetzt... Ja, das war jetzt natürlich dumm. Soll ich die denn jetzt wieder zurückmachen? Aber das klappt ja alles. Okay. Oh nein, es geht weiter mit dem Rätselgerate. Ein gutes Rätsel. Ja, ich verdrück mich hier leider immer noch ein bisschen. Ein gutes Rätsel. Ach, ein gutes Rätsel. Vom Wegen. Immer her. Ah, den muss ich nochmal umschalten. Jetzt haben wir hinten noch den Federbot. Den sollten wir wahrscheinlich mitnehmen. Ah, wahrscheinlich muss man da jetzt immer alle Roboter mitnehmen, die man so nicht gerade braucht für den Moment. Nehmen wir nochmal mit. So, Energiebot und rein da in die gute Stube. Haben wir hier auch nochmal Energie? Perfekt. Hier brauche ich drei. Wie soll ich denn jetzt hier drei herkriegen? Ach so, der macht die Tür auch auf. Ach, jetzt okay, dann ist ja alles easy. Dann brauche ich ja doch nur zwei. Das ist ja auch schon so richtig. Alles gut, ich dachte schon so, hä, was? Wie soll ich denn jetzt so viele hinkriegen hier? Aber das hier ist alles nur für die Tür hier hinten und das da ist nur für die Tür dort. Gut, aber ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns hier an, wie es hier weitergeht mit dem guten alten Clanky Boy. Und bis dahin war es das erstmal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde, und bis dann. Ciao.